Moin, willkommen zu meinem neuen Video von mir. Ich würde sagen, das geht weiter nach dem Intro. Ja, vielen Dank an die Firma Lumari Smart Home, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Und ich würde sagen, das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Ich schreibe das oben unten. Auf jeden Fall steht in der Beschreibung. Es gibt zwei Arten von Lichterketten. Alles LED. Und ich würde sagen, aber wir packen das jetzt erstmal aus. Das ist ein kleiner Karton. Es ist für den europäischen Markt, also für Deutschland. Und die LEDs gucken wir uns gleich nochmal an. Schön wasserdicht. Hier ist auch so eine kleine Gummidichtung. Dann schön wieder festschrauben. Also, das fängt schon mal richtig gut an, würde ich mal sagen. Wir haben auch noch Spots und so. Ich hole das mal raus. Bevor wir aber die Licht. Hier gibt es die Fernbedienung noch dazu. Hier ist dann noch so ein Ersatzschutzkappe. Hier ist noch so ein Kontakt mit zwei LEDs. Packen wir mal hier rein. Hier gibt es noch die Strapse oder Kabelbinder. Ich packe schon mal den Karton weg. Und dann gibt es den auch in Deutsch. In deutscher und in englischer Version. Das ist die Fernbedienung, dass man warm weiß, kalt weiß, blaues, grünes, rotes Licht, also die ganzen RGB-Farben. Hier kann man so Automatismen einstellen, Szenengeschwindigkeit, Helligkeit. Ja, da kann man schon was damit machen. Und ist, wie gesagt, für draußen. Kann man auch über eine App steuern. Da muss man diesen Button drücken. Und dann kann man das alles auch über Android oder iOS steuern. Für beides da. Oder halt über diese Fernbedienung. Bevor wir gleich zur Lichterkette kommen. Ja. Fühlt sich bisschen rau, bisschen ja, matt würde ich jetzt nicht sagen. Hier sind ja klar keine Batterien dabei. Die müsst ihr ja klar. Entweder ihr habt sie. Oder ihr müsst sie kaufen. Das ist leider, was ich so sehe, nicht dabei. Aber wir sehen das beim Auspacken. Die brauchen wir auch nicht mehr. Hier ist diese Taste, die da angezeigt worden ist. Und dann ziehe ich das Ganze mal hier raus. Ja, ist ein bisschen laut. Plastik. Also gut, das ist natürlich auch alles Plastik. Das ist hier gummiert. Und dann kann man die hier entweder einhängen oder mit den Strapsen festmachen. Also ich würde es eher einhängen, wenn man das... das muss jeder selber, für sich selber entscheiden. Hier kann man nochmal was anschließen. Das finde ich auch gut. Also das ist so, wie gesagt, die haben auch Spots für die Decke, haben wohl auch noch mehr. Ich, wie gesagt, ich schreibe das alles in die Beschreibung rein. Ich würde sagen, ich mache sie jetzt mal an. Ich habe auch zwei Batterien hier reingetan. Und ihr müsst das natürlich auch einmal aktivieren. Wenn das schnell blinkt, dann müsst ihr es mit dem Netzwerk verbinden. Dann müsst ihr abwarten, bis das vorbei ist.
Und erst dann könnt ihr das mit der Fernbedienung machen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, an, aus, dann seht ihr jetzt grün. Jetzt können wir das hier eher wie rot oder red, blau, warmweiß, kaltweiß. Dann könnt ihr hier die verschiedenen Modis machen. Dann blinkt das so ein bisschen. Jetzt wird das langsam heller. Also jetzt in der Farbe Rot zum Beispiel. Hier können wir auch auf Auto gehen. Auch das gibt dann wieder unterschiedliche Bilder. Mit der Fernbedienung müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, sie ist recht biegsam. Also Vorsicht drauf drücken. Jetzt werden die Farben durchgespielt, dann kann man schneller machen oder. Wir machen das jetzt mal mit Blau, dann können wir das zum Beispiel jetzt dimmen bis aus. Oder machen das dann etwas helle, bis es nicht mehr geht. Nehmen wir hier mal grün, genau das gleiche. Dim-Funktion. Wie gesagt, das könnt ihr na klar auch mit der App steuern. Dann wird das na klar mit einem Netzwerk verbunden. Sowohl im WLAN-Netzwerk wie auch Bluetooth könnt ihr es nutzen. Ich nehme jetzt mal das Kaltweiß. Ja, ist na klar auch schön. Warmweiß ist na klar gemütlicher. Sieht fast aus wie Kerzenlicht. Und wie gesagt, da kann man das ja ein bisschen dimmen. Oder ihr macht das heller. Na gut, dann ist natürlich erstmal Schluss. Jetzt ist es bunt, verschiedene Farben. Also ihr, über die App könnt ihr es natürlich vielleicht deutlich besser steuern. Sieht aber auch nett aus. Also ich sag mal, auf dem Balkon oder Terrasse oder im Partyraum ist das schon nicht schlecht. Und wie gesagt, man kann es draußen verwenden. Es gibt auch noch längere Ketten. Das ist jetzt die kleinste Kette. Es gibt nur zwei verschiedene Größen. Ich glaube, die ist jetzt 15, 16 Meter lang insgesamt. Ich glaube, das andere ist 30, 32. Aber ich schreibe euch das alles in die Beschreibung rein. Und dann würde ich sagen, dann soll es das ja auch hier gewesen sein. Und nochmal danke an die Firma. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.